Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und jetzt starte ich mit einem weiteren Versuch, euch ein Video irgendwie zu ermöglichen. Die letzten Videos oder das letzte Video ist zwar hochgeladen worden, aber nicht verarbeitet und irgendwie trotz mehrmaliger Versuche, das klappt irgendwie nicht. Das für den 3. November, das für den 2. und ich glaube 1. November, die mussten leider ausfallen aus krankheitstechnischen Gründen. Also ein Ausfall jagt den anderen, scheinbar ist mir Urlaub verordnet. Aber gut, ich probiere es jetzt mal wieder. Und zwar jetzt für den 4. November. Und zwar die Heil aus dem Orakel der himmlischen Helfer. So, von der Divine Virtue kam jetzt die Lernerfahrung und der Schlaf. Also zur Lernerfahrung ist jetzt heute für den Freitag mal wichtig, genau hinzuschauen, dass die Situation, in der ihr euch gerade befindet im Augenblick, dazu beiträgt, dass ihr an Kraft gewinnt, dass ihr lernt, dass ihr Geduld, Beharrlichkeit, Vergebungsbereitschaft, was auch immer, dass ihr einfach gewisse wichtige Dinge in eurem Leben lernt. Das ist sozusagen der Segen, der in der Situation steckt. Sollte irgendwas nicht so ganz rund laufen und ihr euch beschweren innerlich und sagen, Mensch, also eigentlich wollte ich das jetzt alles mal geregelt haben und das nervt mich jetzt gerade oder irgendwie befriedigt mich die Situation gerade im Augenblick nicht sonderlich, dann ist da wirklich ein Segen drin zu sehen. Und ihr seht auf dem Bild links auch, so hoffe ich zumindest, eine weiße Taube und die steht für den Frieden, für den inneren Frieden. Also die Lernerfahrung bringt sozusagen den Segen, dass ihr alte Muster ablegt und sozusagen dann in den inneren Frieden reinkommt. Und ja, man meint immer, das ist nicht so wichtig oder das ist doch eigentlich ziemlich wurscht, wie auch immer, aber dieser innere Frieden ist wirklich grandios. Klingt immer etwas schwulstig, aber wenn ihr letztendlich wirklich merkt, was ihr da den ganzen Tag verzapft, an alten Mustern, die euch eben wirklich aus eurem Wohlgefühl draußen halten und die letztendlich dafür sorgen, dass sich negative Situationen fortführen oder wiederholen, dann werdet ihr irgendwann mal merken, wie grandios es ist, sowas wie einen inneren Frieden zu empfinden. Denn dann wird es wirklich auch ruhiger im Außen. Dann hört der Kampf auf und dann letztendlich bringen die Situationen sich von selbst in Ordnung, sozusagen, dadurch, dass ihr einfach anders schwingt, dass ihr eine andere Schwingungsqualität habt. Also betrachtet das bitte so und wenn ihr jetzt noch nicht ganz klar darüber sein solltet, wo jetzt genau der Segen in der Situation liegen soll, die ihr gerade erlebt, dann bittet auch die Lieben bitte wieder um Aufklärung. Und in dem Moment, wo ihr ganz beflissen versucht, diesen Segen zu finden und die Lieben da oben auch drum bittet, dass es euch auch zeigen, kommt das natürlich. Also euch wird dann auch wirklich ein ganzer Kronleuchter aufgehen, euch wird klar werden, was ist es denn jetzt? Und was habt ihr denn jetzt wirklich, was dürft ihr jetzt in Heilung gehen oder was darf jetzt in Heilung gehen, was dürft ihr ablegen und was dürft ihr erkennen? Und was lässt euch dann extrem viel gestärkter und viel leuchtender aus der Situation rausgehen, als ihr euch das vielleicht jemals erwartet hättet. So viel dazu. Und um natürlich auch in jedweder Situation gut zurechtzukommen, schicken sie euch jetzt noch die Message, dass ihr bitte mehr schlafen sollt, euch mehr ausruhen sollt. Im Augenblick, die Energie zieht ganz schön an. Das heißt, sie ist mit anderen Worten auch ganz schön heftig. Viel passiert, viel kann einen wirklich etwas durcheinander mixen und das kann auch Kraft kosten. Insofern wünschen sie euch oder bitten sie euch darum, dass ihr eurem Körper da mehr Ruhe gönnt. Sei es jetzt tagsüber, sei es jetzt einfach mal kurz zwischen während der Arbeit, nicht während der Arbeitszeit, sondern einfach, wenn es euch möglich ist, mal wirklich in der Mittagspause oder was auch immer, da mal 5 oder 10 Minuten in euch zu gehen, mal durchzuatmen, euch rauszubegeben, wenn es irgendwie möglich ist und wirklich euch mal Ruhe zu gönnen und mal die Augen zu schließen und wirklich mal ein paar Mal durchatmen und Kraft sammeln und wenn es euch möglich ist und ihr seid irgendwie zu Hause, dann legt euch mal hin, gönnt euch mal ein Mittagsschläfchen und vor allem, sagen sie auch, kümmert euch bitte darum, dass euer Schlaf insgesamt sehr gut ist. Mit anderen Worten, guckt drauf, dass euer Schlafzimmer okay ist, dass
ihr frische Luft habt, eventuell zum Schlafen, dass es dunkel ist, dass es ja, kühl, angenehm ist und dass ihr wirklich euch mit allem Angenehmen umgebt und nicht mit irgendwelchem Klatter umgebt, das die Energie wieder durcheinander bringt oder runterzieht, sondern wirklich achtet drauf, dass eure Schlafsituation klar ist und gut ist und dass ihr wirklich genügend und lang schlafen könnt. Und wenn ihr da mit Gedankenkreiseln zu tun habt, das heißt, wenn ihr gestört seid, einzuschlafen oder durchzuschlafen, dann sollt ihr euch bitte, das sagen sie euch jetzt auch an die Lieben wenden und sollt den Engeln wirklich auch allen Krampf, der euch da wirklich belastet und nicht einschlafen lässt, einfach wirklich abgeben. Und das kann jeder tun, wie er das für richtig hält, wie er das für sich am angenehmsten hält. Ich finde es immer ganz nett, wenn ich mir einen fetten Sack vor mich hinstelle, geistig natürlich, und dann jeden Mist reinwerfe, der mir jetzt gerade mal zu viel ist, und mir dann richtig schön vorstelle, wie sie es mir wegtragen. Und das tun sie natürlich dann selbstverständlich auch sehr, sehr gerne. Und dann kann man auch wieder viel besser schlafen und ist mit keinem Mist mehr belastet und kann sich dann positiveren Einschlafgedanken widmen. Das wünschen sie euch für den heutigen Freitag. Ich wünsche euch natürlich ebenso einen wunderschönen Freitag. Gönnt euch wirklich Ruhe, spannt euch jetzt mal aus und freut euch aufs Wochenende und freut euch insgesamt über alles und jeden. Das ist sehr zuträglich für euch, und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und freue mich natürlich auf euch und auf morgen, so das klappt. Tschüss!